gemeinsamen Anstrengungen im Kampf um Frieden sind weiterhin von Erfolgen gekrönt. Wo immer Unterdrückung herrscht, ist Nord zur Stelle. Nicht mit leerer Propaganda, sondern mit der göttlichen Erleuchtung. Kane starb für uns, auf dass wir erleuchtet werden. Kämpft für Nord und die Technologie des Friedens. Mit General Hassans persönlicher Erlaubnis präsentieren wir Ihnen voller Stolz die nun folgende Live-Exekution. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass die heutige Hinrichtung etwas ganz Spezielles ist. Ja, etwas Besonderes. Die Mischung heute Abend besteht aus 100% Toxin, ohne Schmerzmittel. Wenn alles nach Plan läuft, sollte unser Verräter bis zum schmerzhaften Ende bei vollem Bewusstsein bleiben. Wir alle drücken die Daumen. Ein Tod ist nicht genug für Anton Slavik. Im Namen von Kane! Kane lebt im Tode! Ein Tod ist nicht genug für Anton Slavik. Für seinen Versuch, unseren Feind zu verraten, verdient der GDI Spion vielmehr 1000 Tode. Im Namen von Kane lebt im Tode. Eine Vision, ein Prophet. Im Namen von Kane lebt im Tode. Im Namen von Kane lebt im Tode. Im Namen von Kane lebt. Alte Bauernregel Hassan, man kann den Messias nicht töten.